uns ein UFC-Kampf im Mittelgewicht. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Mittelgewichtsfight. Mixed martial artist holding professional record of 17 wins, 4 losses. He stands 6 feet tall, weighing in at 185 pounds. Fighting out of Sydney, Australia, Robert Whittaker! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. A mixed martial artist holding professional record of 23 wins, 4 losses, and 1 no contest. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 185 pounds, fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, Ronaldo Jacaré Souza! And when the action begins, a referee in charge, Yves Levine. Das hier ist Yves Levine, unser Referee für diesen Kampf. Es geht los! Dieser Kampf ist auf 3 Runden über 5 Minuten angesetzt. Toller Kopftreffer mit der Gerade. Starker Kick, aber die Deckung steht. Und der Jab. Da ist der Leckkick. Guter Treffer von ihm. Perfektes Timing. Herrlicher Frontkick zum Kopf. Der Headkick kommt wieder durch. Er geht auf den Körper. Schöne Gerade. Er trifft mit der linken Geraden. Ah, ja, aus dem Takedown wird nichts. Gut verteidigt. Jetzt hat er die Kontrolle. Sie sind im Clinch. Ja, er hat ihn auf dem Boden. Ronaldo Souza ist selbst in dieser Position noch immer gefährlich. Ja, auch wenn er auf dem Rücken liegt, darf man seine Submissions niemals unterschätzen. Roundhouse Kick genau an den Kopf. Exzellente Kombination. Jetzt geht es hier richtig zur Sache. Der Übergang ist ihm misslungen. Er ist jetzt in der Half Guard. Er schafft es, wieder auf die Beine zu kommen. Oh ja, schöner Frontkick zum Kopf. Schöner Kick, da ist der Körpertreffer. Kein schlechter Versuch, aber er bleibt auf den Beinen. Ja, guter Inside-Leg. Gutes Timing. Oh ja, was für ein Knie zum Körper. Hier will keiner zurückstecken. Oh, schöner Kick zum Kopf. Erstklassige Kicks hier. Der Jab hat gesessen. Schöner Schlag, aber daneben. Oh, ein Roundhouse-Kick ins Nichts. Klasse Kicks. Der Roundhouse-Kick schlägt ein. Oh, wieder der Headkick. Stark gemacht. Er landet hier. Tolle Treffer. Perfektes Timing. Schöner Treffer jetzt mit diesem Kick zum Kopf. Oh, saubere Kombination. Keine Chance. Den Double-Leg-Takedown wird er. Wow, starker Frontkick zum Kopf. Exzellente Punches hier. Kniestoß zum Körper. Starker Angriff zum Kopf. Er ist benommen. Es ist vorbei. Er hat sich diesen K.O. mit einem wirklich sehenswerten Uppercut geholt. Er hat ihn mit einer solchen Wucht platziert, dass sich sein Gegner nicht mehr davon erholen konnte. Werfen wir einen Blick auf die Wiederholung. Bruce Buffer hat jetzt das offizielle Ergebnis für uns. Ladies and gentlemen, referee Yves Levine has called a stop to this contest at 2 minutes, 54 seconds of the very first round.
declaring the winner by knockout, Robert Whittaker. Ladies and gentlemen, der Sieger durch Knockout.